Erst so richtig in der Natur auspowern und anschließend bei tropischen Temperaturen und beruhigendem Wellenrauschen die Beine hochlegen. Das ist der Lauf in die Tropen vom SC Tegeler Forst, ein Erlebnis für die ganze Familie. Wir haben die Kinder überrascht, die haben das gar nicht gewusst und meine Frau hat uns alle angemeldet und ja, das ist einfach toll. Schönes Wetter, alles hat alles gepasst, perfekt. Also. Wir haben uns auch ganz kurzfristig entschieden und sind total begeistert. Und dass man jetzt hier noch einen Eintritt hat, ist ja auch super. Nun beginnt das Abenteuer für über 250 Läufer und Walker durch die märkische Heidelandschaft. Die Strecke über 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer oder 20 Kilometer führt durch ein angrenzendes Kiefernwäldchen sowie über die ehemalige Start- und Landebahn des Hangars. Es ist ein recht schneller Kurs, der aber bei Wind und Temperaturen um 5 Grad Celsius durch die offene Lage eine Herausforderung für so manche Teilnehmer sein kann. Es war eine schöne Strecke wieder, schön flach, bin zufrieden mit der Platzierung. Alljährlich begeistert das herbstliche Highlight Freizeit, Hobby und Leistungssportler jeder Altersklasse gleichermaßen. Selbst die Kleinsten können schon zeigen, was in ihnen steckt und am Kinderlauf teilnehmen. Auf 400 und 800 Metern kommen sie richtig ins Schwitzen. Mama hat uns angemeldet, weil Oma sich gewünscht hat, dass wir mal zusammen irgendwo laufen gehen. Nach dem Lauf geht es vom herbstlich kühlen Wetter direkt in die tropische Urlaubswelt Tropical Islands. Hier werden Urlaubsträume wahr, denn die Läufer und Walker erwarten Sandstrände, diverse Wasserwelten, ein tropischer Regenwald und natürlich auch attraktive Gewinne. Doch der Tombola-Preis toppt alles. 2 Übernachtungen für 4 Personen im Tropical Islands. Ein Urlaubsabenteuer dieser Art werden alle so schnell nicht vergessen. Die Atmosphäre war gerade bei diesem schönen Wetter, was wir heute hatten, besonders toll. Es hat den Leuten richtig viel Spaß gemacht, dass wir wieder nach 2 Jahren Pause hier an den Start gehen konnten. Und ich glaube, die haben es alle sichtlich genossen. Super organisiert. Ja, schön. Nächstes Jahr gerne wieder. Die Laufsaison neigt sich ja langsam dem Ende entgegen. Wollen Sie deswegen noch einmal läuferisch aktiv werden? Dann haben wir etwas für Sie, und zwar den perfekten Lauf. Am 27. November lädt der SC Tegeler Forst zum traditionellen Herbstwaldlauf durch die abwechslungsreiche Landschaft des Tegeler Forsts. Ein sportlicher Einklang in den Advent, bei dem Sie unbedingt mit der ganzen Familie dabei sein sollten.